Sei gegrüßt. Ich habe hier mein Dummyhaus und möchte jetzt noch einen Kamin reinbauen. Und mir geht es um Öffnungen. Das heißt, ich befinde mich jetzt im Kellergeschoss, ich gebe hier eine Wand rein, ich habe Decken übereinander und so weiter. Und ich stelle mir jetzt hier einen Kamin rein, einen solchen, mit einer Höhe von 15 Metern. Und ich möchte ihn in allen Geschossen sehen. Stellen ihn mal in die Mitte und drehe ihn so hin. Und sage jetzt zu diesem Kamin hier: Planung, Öffnungen aus Auswahl erstellen. Und ich sage, der soll mal auf alle Fälle 3 cm Platz lassen rundherum. Und Öffnung erstellen. Fortfahren. So. Gehen wir mal rein. So, jetzt bin ich drinnen. Hier ist jetzt diese Öffnung, die erstellt wurde automatisch, was schon einmal recht praktisch ist für einen Kamin. Was ein wenig schade ist, im Dach oben hat er diese Öffnung nicht gemacht. So. Wo er schon mit der Öffnung gearbeitet hat, sollte mir die 3D-Maus mitnehmen, ist in den Keller runter. So, jetzt lege ich noch mit dem Kamin die Verkleidung nach oben. Ein bisschen zurück. Das brauche ich eigentlich jetzt gar nicht so sehr. So, 15 Meter braucht er mal nicht sein. Den kann ich mal in der Höhe einigermaßen anpassen. Hier habe ich ja die Anfasserpunkte, um es auf die Dachfläche zu bekommen. Jetzt hier genau wäre es die Dachfläche, also R-Radius reinspringen, 0,15 plus, also 15 cm höher. Hier wäre genau der Punkt, R,15 plus. Dann kann diese Kunststoffabdeckung, die die Kamine heutzutage haben, R,15 plus, wird die gleich in die richtige Höhe gezogen. Wo habe ich? Hier habe ich es. R,15 plus. Was wir natürlich nicht haben, ist jetzt hier eine Blechumrandung. Die würde natürlich da auch noch reingehören. Ja, natürlich müsste mir jetzt in dieser Dachfläche, ich habe jetzt kein eigenes Dachgeschoss gemacht für dieses Dummyhaus, ebenfalls Dach aktivieren, Dachwerkzeug auswählen und dann eben reinzeichnen. Da könnte ich ja jetzt. Na, es ist sofort weg. Das heißt, ich muss es schon ein. Ich brauche die Dachfläche. So. Ich muss es schon selber zeichnen, aber ich kann trotzdem mal irgendwo anfangen. Die 45 Grad habe ich ja, Großschreibtaste festhalten. Dann kann ich zumindest mit wenig Aufwand. Hier, das ist es. Die Sache hier anpassen. Wobei das jetzt schräg ist, ich muss natürlich nur noch auf die Kante und das Gerade setzen. Bei der oberen Kante dasselbe. So. Die Öffnungssymbole werden auch reingemacht. Mal sehen, was es für ein schönes Etikett dafür gibt. Oberflächen, Öffnungsetikett. Hier haben wir ein schönes. Naja, ist nicht ganz das, was man sich vorstellt. Mal 49. Damit könnte man schon arbeiten. Natürlich wird man sich ein eigenes Etikett dann machen, um das ordentlich zu bemaßen. Und außerdem brauche ich ja noch Maße an die Außenseite, wenn ich das mache.
Hier habe ich keine. Wie wäre es mit dem? Das wäre die Öffnung in der Wand. Wobei ich habe hier eine durchgehende Wand gemacht, deshalb 11 Meter hoch. Interessant, dass er dieses Etikett so schlecht gemacht hat, dass er nicht Maße, Doppelpunkt, Leerzeichen hinschreibt. Aber immerhin, es besteht zumindest. So, schneiden wir mal durch. Strang 3. Hier sieht man jetzt schon die Öffnungen der Decke. Wurde brav gemacht. Ich meine, ich habe jetzt schief durchgeschnitten durch die Wand. Besser gesagt, die Wand steht schief drinnen, deshalb schaut das ein bisschen seltsam aus. Aber immerhin, das würde so funktionieren. Gut. Einmal bis dahin. Das heißt, die Öffnungen funktionieren jetzt auch mit ganz gewöhnlichen Bibliotheksbauteilen. Müsste man mal probieren, was dann passiert, wenn man einen Baum, einen kleinen Baum reinsetzt. Sagen wir mal 2 Meter, 12, na 15 Meter hoch. Das ausschaut, okay. Gehen wir mal rein. Jetzt sage ich Öffnung erstellen, fortfahren. Strang 3. Da wird dann sozusagen von diesem Bibliothekselement das umschließende Rechteck brav gemacht. Natürlich das Dach wieder nicht, das schaut dann raus, ne? Oder? Müsst ihr rausschauen? Ja. Hier. Aber die Decken und Wände, gut, Wände habe ich keine gemacht. Also Steuerung A, Steuerung 3. Bei den Decken wird das dann brav rausgeschnitten. Allerdings im umschreibenden Rechteck. Beim Kamin war das nicht so. Suchen wir uns mal ein anderes Element. Einfach. Menschen und Fahrzeuge. Wahrscheinlich dasselbe sein. Ich sage Möblierung. Die komplexen Elemente wird sicher Stühle, Tische. Na, Möblierung darf ich dann nicht nehmen. Spezialkonstruktionen, Grundkörper. Mich interessiert, was er hier macht. Das Ganze wieder 15 Meter hoch, Geometrie. Radius Mittellinie 1, Radius Querschnitt, 2. Okay. Hier mal rein. Den brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich müsste eigentlich auch ein umschriebenes Rechteck rausstellen. Nein, interessanterweise nicht. Das ist interessant. Steuerung 3. So habe ich Steuerung 3. So. Hier schaut das Teil jetzt raus. Jetzt schauen wir uns einmal die Decken an. Die Decken, das Teil, Steuerung 3. Schau dir das an. Das macht er wirklich brav. Dann war es ihm beim Baum einfach zu kompliziert. Aber hier hat er es gemacht. Sogar mit den 3 cm Umriss hier. Und hier dürfte es auch stimmen. Also ich bin sehr positiv überrascht, dass das funktioniert. Das muss ich wirklich zugeben. Nicht schlecht, liebe Graphisoft-Leute. Gut, mal bis hierhin und frohe Ostern.